möchtest auf deiner Website exklusive Premium-Inhalte mit deiner Community teilen, wie Videos, Artikel oder Online-Kurse? Genau das ist mit Digimember möglich. In diesem Video zeige ich dir, wie so ein Digimember-Mitgliederbereich in der Praxis aussieht, wie das Ganze für den Nutzer funktioniert und wie es mit Digimember eingerichtet wird. Und so kannst du sehen, ob das Ganze auch für dich geeignet ist. Ja, was ist Digimember überhaupt? Digimember ist eine Erweiterung, ein sogenanntes Plugin, für WordPress. Das heißt, hier können einzelne Inhalte einer WordPress-Webseite geschützt werden. Und damit können ganz verschiedene Produkte und Projekte umgesetzt werden. In diesem Beispiel sehen wir uns ein Abo-Modell an, und zwar am Beispiel des Kindergeschichten-Abos Eine Ziege im Kakao. Das Ganze funktioniert eben so, dass es hier Mitglieder gibt, die einen bezahlten Zugang haben zu diesen Geschichten hier. Die Mediathek wird eben regelmäßig erweitert und sie können es eben jederzeit monatlich auch kündigen. Und das sind nicht meine Geschichten, sondern die von der lieben Nela Everding. Sie ist Illustratorin und Mediengestalterin und ihre Website Medienbazar ist auch in der Infobox unten verlinkt. Und ich hatte auf jeden Fall die Ehre, diese Geschichten in ein verkaufsfähiges Produkt zu gießen, wo eben dieser ganze Verkaufs- und Anmeldeprozess automatisiert ist. Das heißt, es müssen keine manuellen Rechnungen oder E-Mails verschickt werden. Und es ist so, dass an dieser Stelle Digimember die Aufgabe der Mitgliederverwaltung übernimmt. Dass man eben hier einen Account anlegt, die Zugangsdaten bekommt und so weiter. Und als Bezahlanbieter haben wir Digistore24 verwendet. Das ist der größte deutsche Zahlungsanbieter für digitale Produkte. Aber mit Digimember sind auch andere Bezahlanbieter verknüpfbar. Das heißt, als erstes schauen wir uns jetzt an, wie funktioniert diese Webseite jetzt für die Leser. Das heißt, am Anfang kommen Sie auf diese Startseite, Sie können die Probegeschichten lesen. Wenn Sie dann auf den Geschmack gekommen sind, können Sie hier eben den Zugang kaufen. So sieht das Ganze dann später aus. Man hat die Mediathek mit den Geschichten, kann eben zu den einzelnen Geschichten navigieren, auch in dieser Sidebar. Und weiter unten hat man auch eben auch Hörbücher. Alternativ kann man auch einen Geschenkgutschein erwerben und auch einlösen. Und so kann man eben einen Monat Lesevergnügen auf dieser Webseite verschenken. Und in beiden Fällen wird man eben zu Digistore24 weitergeleitet. Das heißt hier, das ist einfach das Bestellformular von Digistore. Wie gesagt, hier hat man verschiedene Bezahloptionen. Und wenn ich das hier kaufe, verschickt dann Digimember eine E-Mail an den Käufer mit den Zugangsdaten für den Mitgliederbereich. Wir haben jetzt hier einen Account schon erstellt und loggen uns hier über die Mediathek ein. So, ich bin jetzt hier im Mitgliederbereich eingeloggt. Und falls es euch schon aufgefallen ist, hat sich jetzt hier das Menü oben verändert. Das heißt, hier habe ich jetzt einen neuen Menüpunkt Mein Konto und auch Logout. Und es ist so, dass ich diese Seiten eben mit dem Digimember-Plugin halt geschützt habe. Das macht ja auch keinen Sinn, dass jemand, der noch gar kein Konto hat oder gar nicht angemeldet ist, diese Menüpunkte überhaupt sieht. Und gleichzeitig ist auch ein Menüpunkt weggefallen. Hier sieht man nochmal die Version, wenn man nicht eingeloggt ist. Hier ist noch ein Startmenüpunkt. Der ist jetzt hier weggefallen. Und das ist so, dass Digimember das standardmäßig nicht anbietet, dass man auch Menüpunkte nicht mehr anzeigt. Aber das kann man ganz einfach lösen über ein Plugin, das nennt sich Users Menu. Und dort könnt ihr halt festlegen, wenn jemand eingeloggt ist, dass er ein anderes Menü sieht. Das zeige ich auch dann später nochmal. So, das heißt, wenn er jetzt hier, der Leser, auf mein Konto geht, kann er sein Passwort aktualisieren, er sieht seine Rechnung, kann die Rechnung runterladen und noch ein paar Informationen zur Kündigung. Und bei Logout loggt er sich einfach wieder aus. Und das war's schon. Also im Wesentlichen ist es ein sehr einfach gehaltener Mitgliederbereich, der aber schon einiges an Funktionalität auch mitbringt. Und wir schauen uns jetzt Schritt für Schritt in Digimember an, wie wir diesen Mitgliederbereich aufgebaut haben. Und dazu loggen wir uns in das WordPress-Dashboard ein. Der Kern dieses Mitgliederbereichs ist ja relativ offensichtlich, das sind einfach die Geschichten. Die haben wir hier unter Beiträge angelegt. Und damit wir diese Beiträge jetzt schützen können, kommt halt das Digimember-Plugin ins Spiel. Dort können wir eben Produkte anlegen, wo wir auch definieren können, wie lange man zum Beispiel Zugang auf dieses Produkt hat. Wir bestimmen die Inhalte des Produkts. Bezahlanbieter habe ich schon gesagt, da haben wir Digistore verwendet in diesem Fall. Mailtexte sind die Texte von der Willkommens-E-Mail mit den Zugangsdaten und auch die E-Mail, wenn man das Passwort ändert. Der Autoresponder, das ist eben das E-Mail-Marketing, das ist eben rein optional. Es gibt halt die Möglichkeit, dass man einen E-Mail-Marketing-Anbieter hier an Digimember anbietet. Das ist zum Beispiel Clicktip, Mailchimp oder Cleverreach, gibt noch ein paar andere. Und damit hat man halt die Möglichkeit, seine Community in diesem Mitgliederbereich regelmäßig zu kontaktieren.
Man kann halt hier einstellen, dass halt alle Mitglieder, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben, dem Newsletter hinzugefügt werden. Dann, wenn man einen Online-Kurs mit Digimember erstellt, kann man auch Prüfungen bzw. Zertifikate ausstellen. Und dann ist es so, dass du diese typischen Funktionen von einer Mitgliederseite, wie ich vorhin gezeigt habe, einloggen, ausloggen, seinen Account verwalten, Rechnung runterladen, das funktioniert alles mit einfachen Shortcodes. Das zeige ich auch gleich, wie das funktioniert. Das heißt, als allererstes gehen wir mal zu den Produkten. Und hier haben wir jetzt schon drei Produkte angelegt. Das ist zum einen die Mediathek. Das ist sozusagen das Hauptprodukt, was einfach diesen Zugang zu den Geschichten ermöglicht, wie ich es gerade eben gezeigt habe. Das zweite Produkt ist der Lesemonat, der eben auch verschenkt werden kann. Und an sich ist er exakt gleich wie die Mediathek, mit dem einzigen Unterschied, dass er auf 30 Tage begrenzt ist. Und dann gibt es noch eine kostenlose Testphase, ist jetzt aktuell nur auf Entwurf. Das haben wir eben eine Zeit lang mal getestet, dass man eben den Interessenten ermöglicht, den Leserbereich für ein paar Tage kostenlos zu testen. Deswegen ist auch hier wieder die Zugangsdauer angepasst, ansonsten ist der Inhalt identisch. Ich gehe mal hier auf Bearbeiten, dass man sieht, was man hier alles einstellen kann. Genau, das Produkt ist veröffentlicht. Wir verzichten nicht auf das Widerrufsrecht. Wir können einstellen, was die erste Seite nach dem Login sein soll. In dem Fall ist es einfach die Mediathek mit den Geschichten. Es soll sofort nach Bestelldatum freigeschaltet werden. Man kann auch einstellen, dass die Inhalte erst an einem bestimmten Datum freigeschaltet werden. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man ein Gruppencoaching macht und alle dann eben gleichzeitig Zugang behalten sollen. Man kann bestimmte Inhalte ausschließen, zum Beispiel alles, was vor dem Datum des Kaufs veröffentlicht war. Brauchen wir hier aber nicht, also wir wollen ja, dass sie auf alles Zugriff haben. Dann kann man einstellen, was passieren soll, wenn sie den Zugriff verweigert bekommen, also wenn zum Beispiel der Account abgelaufen ist oder so. Dann sehen sie einfach ein Login-Formular. Und hier kann ich zum Beispiel bei Menüeinstellungen aktivieren, wenn jemand nicht angemeldet ist, dass er das Menü trotzdem sieht, was ich vorhin gezeigt habe mit meinem Konto und Logout. Aber es ist in dem Fall einfach nicht sinnvoll, von daher würde ich das hier nicht aktivieren. Ist auch standardmäßig nicht aktiviert. Und hier unten noch so ein paar Standardtexte, die habe ich einfach so drin gelassen. Das heißt zum einen, was sieht derjenige für einen Text, wenn er keinen Zugang hat. Da sieht er zum einen das Login-Formular, aber eben auch so einen Text, dass es ein geschützter Inhalt ist. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kurs anbietet, dann hat man auch die Möglichkeit, die Inhalte verzögert freizuschalten. Und wenn man dann auf so einen Inhalt kommt, der eigentlich noch gar nicht freigeschaltet ist, dann steht dort eben, dass dieser Inhalt erst an einem bestimmten Datum freigeschaltet wird. Obwohl wir das jetzt hier gar nicht nutzen, habe ich das trotzdem drin gelassen. Wie schon erwähnt, verwenden wir hier als Bezahlanbieter Digistore24. Digistore24 ist wie gesagt der größte Zahlungsanbieter und gleichzeitig auch Marktplatz für digitale Produkte. Und das heißt, hier hat man die Möglichkeit, wenn man das mit Digistore synchronisieren möchte, dass man direkt das Produkt in Digistore anlegt. Es geht aber auch andersrum, dass man sozusagen die Produkte von Digistore importiert und das dann hier zuordnet. Das haben wir jetzt hier so gemacht. Wir haben das vorher schon bei Digistore angelegt und dann hier einfach verknüpft. Es funktioniert natürlich aber auch nur, wenn ihr vorher schon euer Digistore-Account verbindet. Das funktioniert hier unter Einstellungen. Jetzt haben wir das Produkt angelegt. Jetzt schauen wir uns an, wie man die Inhalte bestimmen kann. So, zum einen kann man bestimmte Seiten auswählen, die geschützt werden sollen. In diesem Fall eben die Mediathek, mein Konto und Logout. Hier kann man übrigens noch das Produkt auswählen, was man betrachtet. Kann hier eben ganz einfach Seiten hinzufügen oder wieder zurücknehmen. Jetzt ist es so, dass durch diese Mediathek-Seite, das ist sozusagen unsere Beitragsseite auf dieser Website, das heißt, hier sind die ganzen Geschichten drin. Das heißt, darüber sind quasi indirekt die Geschichten geschützt, weil die sonst nirgends über die Website erreichbar sind. Jetzt kann aber trotzdem noch ein Leser die einzelnen Geschichten, also die URL, kopieren und sie auf Facebook teilen oder per E-Mail verschicken. Und um das zu verhindern, schützen wir auch noch die einzelnen Beiträge. Das heißt, hier sind die ganzen Geschichten geschützt. Und die Artikel, die wir jetzt nicht schützen wollen, sind zum einen die Probegeschichten und auch die von dem öffentlichen Blog. Die soll natürlich öffentlich verfügbar sein. Und jetzt schauen wir uns mal im Detail an, wie wir diese Seiten hier eigentlich eingerichtet haben. Was jetzt hier mehr oder weniger fehlt, ist noch die Login-Seite. Aber die ist natürlich nicht geschützt, weil die soll ja öffentlich verfügbar sein, dass man sich eben einloggen kann. Die wird unter Einstellungen festgelegt, aber die muss auch... Aber die muss trotzdem von der Funktionalität her, dass dort ein Login-Formular drin ist, das muss separat eingerichtet werden. Und das zeige ich auch gleich. Das heißt, ich gehe zu den Seiten und finde hier Geschichten-Mediathek. Ich gehe auf Bearbeiten, mein Konto, Login, wie ich gerade gesagt habe.
und Logout. Bei dieser Geschichtenseite ist es jetzt so, dass ich das mit Elementor bearbeitet habe. Das ist ein sogenannter Page Builder. Gleichzeitig habe ich aber noch hier die Seitenleiste aktiviert. Das heißt, die Seitenleiste richtet man ein über Design und Widgets. Und hier kann man jetzt eben die Hauptseitenleiste einrichten. In dem Fall habe ich eben ein weiteres Plugin verwendet, das nennt sich Category Posts. Das heißt, dass nur die Artikel einer bestimmten Kategorie angezeigt werden. Das heißt, erst die Mediathek und dann die Hörbücher. Und jetzt zeige ich mal, wie ich das mit Elementor bearbeitet habe. Wie gesagt, diese Seite besteht zum einen aus der normalen Sidebar. Und dieser Bereich, den ich jetzt mit Elementor bearbeiten kann, das sieht man jetzt hier auch in diesen gestrichelten Linien, das ist eben nur dieser blau unterlegte Bereich hier. Und ich habe hier halt ein Element eingefügt, das nennt sich PostGrid. Das ist von der Erweiterung Essential Add-ons für Elementor. Das verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Ja, und Elementor funktioniert eben so, dass ich hier Zeile für Zeile den Inhalt bestimmen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Widget hinzufügen. Ich kann hier zum Beispiel dann eben dieses Postgrid suchen und hier reinziehen. Hier wird dann eben bestimmt, wie viele Spalten das Ganze haben soll. So, das heißt, hier habe ich ausgewählt zum einen, was ist die Quelle. In dem Fall eben die Beiträge, aber nur eben der Kategorie Geschichte. Es gibt nicht nur die normalen Geschichten, sondern auch die Hörbücher. Und die haben wir jetzt eben hier weiter unten eingefügt. Hier haben wir eben die Kategorie dann Hörbücher ausgewählt. Und bei beiden haben wir einfach hier noch so einen Mehrladen-Button. Das heißt, wir haben hier unter Label Settings erstmal eingestellt, dass das Ganze 4 Spalten haben soll. Dass es einen Mehrladen-Button geben soll. Und dass die Geschichten im neuen Tab geöffnet werden. Vielmehr möchte ich es hier auch gar nicht zeigen, sondern wir schauen uns noch die anderen Seiten an. Für die anderen Seiten, also mein Konto, Logout und die Login-Seite, haben wir die Digimember Shortcodes verwendet. Da gibt es ganz schön viele, aber wie ihr an diesem Beispiel hier seht, ist es gar nicht nötig, so viele davon zu verwenden. Also wir haben es hier auch nur 5 verschiedene verwendet. Zum einen ist es hier dieser Account-Shortcode, damit kann man sein Kennwort ändern. Login ist eine Login-Box und Logout. Und dann haben wir noch hier dieses Invoice verwendet, also dass die Rechnungen angezeigt werden und auch, dass man die Rechnung herunterladen kann. Und hier gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Shortcodes, zum Beispiel auch, wenn man einen Online-Kurs anbietet, dass man hier irgendwie ein Zertifikat, dass man zwischen den Lektionen navigieren kann, dass man einen Fortschrittsbalken sieht. Aber das ist für uns jetzt hier nicht weiter wichtig. Wir sehen jetzt hier mal mein Konto, haben wir ebenfalls mit Elementor eingerichtet. Hier ganz oben haben wir den Shortcode DS-Account eingerichtet. Das heißt, hier kann man eben den Account aktualisieren. Und dann darunter DS-Invoices und DS-Receipt. Ich bin jetzt hier als Admin eingeloggt, dementsprechend sehe ich hier nichts. Aber wir haben es ja vorhin schon am Beispiel gesehen, dass man hier eben eine Liste an den Rechnungen sieht und hier eben einen Button, um das Ganze herunterzuladen. Hier habe ich auch den Button nochmal optisch ein bisschen angepasst, muss man aber nicht unbedingt machen. Und dieser Kündigungshinweis ist einfach ein Textelement. Dann die Login-Seite, das habe ich hier vorhin gezeigt, das findet man quasi, wenn man ausgeloggt ist, über diesen Mediathek-Menüpunkt. Hier bin ich jetzt auch schon eingeloggt, deswegen sieht es hier anders aus, aber hier verwendet man DS-Login. Und hier drunter haben wir nochmal den Text, nochmal ein Textfeld mit dem Hinweis, wenn du noch kein Konto hast, registriere dich bitte hier. Und hier verlinken wir nochmal auf das Digistore-Bestellformular. Beim Logout haben wir einfach eine Seite angelegt mit dem Shortcode DS-Logout. Und das ist dann so, wenn jemand auf diesen Menüpunkt Logout klickt, dann wird er eben einfach sofort ausgeloggt. Also diese Seite hier wird gar nicht angezeigt. In diesem Fall haben wir jetzt hier noch eingestellt, auf welche Seite der Leser weitergeleitet werden soll, wenn er sich ausloggt. In diesem Fall ist das hier einfach die Startseite. Und wir haben einfach die Page-ID dafür verwendet. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie man diese Page-ID bestimmt. Also das ist kein Muss an der Stelle, aber ich zeige trotzdem kurz, wie es funktioniert. Das heißt, wir gehen nochmal auf die Startseite. Also geht einfach auf eine beliebige Seite eurer Website und geht auf Rechtsklick untersuchen. Das funktioniert in allen modernen Browsern. Und hier findet sich dann einfach ganz oben in dem Quelltext, befindet sich dann hier eben auch die Page-ID. Und die könnt ihr dann einfach in diesem Shortcode angeben. Und dann, wenn wir diese Seiten definiert haben, die in einem Produkt enthalten sind, wollen wir ja noch das Menü festlegen. Das heißt, wir gehen unter Design-Menüs
Und in dem Fall gibt es halt hier das Hauptmenü, das ist also das normale Menü, wenn man nicht eingeloggt ist. Und hier haben wir eben Start, Mediathek und so weiter. Und hier gibt es noch das Leser-Abo-Menü. Das heißt, hier unten ist ausgewählt primäres Menü, falls eingeloggt. Und das ist eben das, was uns dieses User-Menu-Plugin ermöglicht, dass wir für alle, die eingeloggt sind, ein anderes Menü definieren. Das heißt, in dem Fall haben wir die Mediathek, mein Konto und halt auch diese Logout-Möglichkeit. Hier ist jetzt mein Konto doppelt. Das liegt daran, dass wir für die normale Mediathek und für den Lesemonat zwei verschiedene Kontoseiten eingerichtet haben. Bei der Mein-Konto-Seite für den Lesemonat wird eben auch angezeigt, wie lange man noch Zugang hat und auch die Möglichkeit, sich eine richtige Mitgliedschaft einzurichten. Aber diesen Hinweis wollen wir natürlich nur für den Lesemonat haben und nicht auf der normalen Mein-Konto-Seite. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass ja jedes Mitglied nur das eine oder das andere Produkt hat und in diesem Fall sehen die dann auch nur die Seite, für die sie den Zugriff haben. So, und das war es eigentlich auch schon. Also damit haben wir den Mitgliederbereich jetzt vollständig eingerichtet. Jetzt kann man noch so ein paar Kleinigkeiten einrichten, wie zum Beispiel die Mailtexte. Da kann man oben wieder das Produkt auswählen und eben den Text für die Willkommens-E-Mail und für neue Kennwort-Mail einrichten. Da gibt es ein paar Platzhalter für benutzerspezifische Daten oder produktspezifische Daten. Das heißt, hier haben wir im Wesentlichen den Standard übernommen und einfach noch ein bisschen persönlicher gemacht mit einem Logo. Und das heißt, die Nutzer bekommen hier einfach die Login-URL und ihre Zugangsdaten. Ja, aber neues Kennwort haben wir jetzt auch nicht so viel verändert. Wir haben ja vorhin gesehen, dass man schon auf der Webseite selbst das neue Kennwort einstellen kann. Und mit dieser E-Mail kann man dann einfach auf den Link klicken und damit aktiviert man das Kennwort. Und dann bekommt man nochmal eine Bestätigungs-E-Mail mit den aktualisierten Zugangsdaten. Autoresponder, hier haben wir eine Zeit lang einen Verkaufsfunnel, also einen Verkaufsprozess quasi getestet. Das heißt, wir hatten eine kostenlose Testphase von 3 Tagen und haben am Ende dieser Testphase mit einem Autoresponder-Programm die Leute nochmal erinnert, dass ihr Zugang quasi endet und halt ein Angebot gemacht für die bezahlte Mitgliedschaft. Und zum Schluss schauen wir uns noch eine grundlegende Einstellung bei Digimember an. Das heißt, hier haben wir das Ganze mit dem Digistore-Account verbunden. Wir haben die Premium-Version von Digimember verwendet, weil es gibt auch eine kostenlose Version, da kann man aber nur ein Produkt verwenden und maximal 50 Mitglieder. In diesem Fall haben wir ja allein schon für den Lesemonat, der zeitlich begrenzt ist, ein zweites Produkt benötigt. Daher haben wir da uns für die Premium-Version entschieden. Aber es ist eben eine tolle Möglichkeit, dass Digimember das ermöglicht, bis zu 50 Mitgliedern kostenlos zu testen. So, hier haben wir für die E-Mail-Kommunikation den Absendername, die E-Mail eingerichtet. Und unter Optionen die Login-URL, wie ich es vorhin gezeigt habe. Nochmal die Digistore-ID, wie oft man versuchen kann, sich einzuloggen und so weiter. So, das heißt, ich hoffe, das hat dir jetzt eine Idee gegeben, was mit Digimember alles möglich ist und wie einfach das auch einzurichten ist. Das Ganze eignet sich, wie gesagt, super, um auf der eigenen Webseite exklusive Inhalte mit der Community zu teilen. Für Online-Kurse, auch für Online-Kongresse, Seminare, Mitarbeiterschulungen und so weiter. Es ist beispielsweise auch möglich, mit WordPress ein einfaches Forum einzurichten, zum Beispiel ein WP-Forum. Das könnt ihr auf einer Unterseite eurer Website installieren und dann auch diese Seite sozusagen mit Digimember schützen. Und so hat eure Community auch die Möglichkeit, nicht nur Wissen zu bekommen, aber auch sich untereinander zu vernetzen. Und falls ihr euch dafür interessiert, wie man mit Digimember einen Online-Kurs erstellt und auch hier so ein Forum einrichtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare, denn da stellen wir dazu auch noch ein Video. So, den Link zu Digimember und alle weiteren Tools, die ich in diesem Video verwendet habe, findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib uns gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Ich bin Katrin von der Online Business Akademie und wir erstellen regelmäßig Anleitungen und Tipps zum Thema Online Business und wollen dir helfen, mehr Freiheit durch ein eigenes Online Business zu erreichen.